Darum geht es uns. Deshalb Teilhabe. Zweite und dritte Lesung des Behindertengleichstellungsgesetzes. Es ist gut, dass wir beispielsweise bald einen Partizipationsfonds oder eine Schlichtungsstelle haben. Es ist wirklich schockierend, was wir bis jetzt gemacht haben. Wir haben hart gekämpft. Wir haben für unsere Sache gekämpft. Wir haben alle Vorstellungen zueinander gedrängt, alle Ideen zur Regierung gebracht. Natürlich gibt es unterschiedliche Bereiche für Teilhabe. Die Frühförderung, zum Beispiel für Gehörlose, für hörbehinderte Menschen. Ja, bilingual erzogen zu werden, mit Gebärdensprache, mit Lautsprache. Bildungsbereich, gerade im Bereich eben Hörschädigung, ne, in Ausbildung, in Studium und so weiter. Wo ist? Wir müssen viele Sachen selbst bezahlen, Kommunikationshilfe. Ne, es ist ja eine Doppelbenachteiligung. Sie hören nichts und sie sind blind. Wir haben so oft dafür gekämpft, haben dieses Thema auf die Agenda gebracht. Und es muss wirklich novelliert werden. Wir müssen weiter kämpfen und wirklich, dass das Bundesteilhabegesetz ein wirkliches Teilhabegesetz ist. Sascha, vielleicht stellst du... Genau, ich fange mal bei der Dame an. Gewaltiger. Es gab eine Studie. Kurz Applaus für Sigrid Anada, bitte. Wir fordern, dass Bundes... Menschen beraten werden. Direkte Kommunikation.